Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Tino, sondern ich bin herzlich willkommen zurück zu Trackmania Nations Forever. Und diesmal mit einer neuen Strecke. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, da mal bitte unbedingt reinschauen. Das war wirklich fantastique, magnifique. Muss man auf Französisch zu sagen. Und es scheint schon wieder so eine Strecke zu sein, wo man nur perfekt durchkommen kann. Weil man, wenn man in die lokalen Rekorde schaut, dann sieht man, dass die Zeiten von 1 bis 100 sehr eng beieinander liegen. Und das bedeutet, man kann sie nur, wenn man perfekt fährt. So, wahrscheinlich nicht. Schaffen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Oh, ne. Ne. So haben wir... Alter, das ist ja nochmal eine größere Ankurzstrecke als bei... Oh, ne. Oh, ich sehe jetzt schon, was das wird. Gar nicht wird das... Okay, doch. Das ist zwar eine 18er Zeit, aber naja, erstmal eine Zeit gefahren. Das ist ja. Das ist immer alles positiv sehen. Immer alles positiv sehen. Okay. Ah. Okay, wir haben erstmal eine Zeit. Das ist gut, aber das ist auch bis jetzt erstmal das einzig Gute. Das einzig Wahre. So, hier sind wir wieder total fantastisch nicht durchgekommen. Aber ich glaube, es wird trotzdem eine bessere Zeit, weil wir diesmal nicht an die Bande gekommen sind. Yep. Und wir können nochmal besser fahren. Denke ich. Und ich denke, da vorne kann man auch Fullspeed durch. Aber das ist... Mann, setz doch zurück, sonst schaffst du die Steilkurve nicht. Ja, okay, dieser JB da ist nicht so der Babo. War da irgendwas? 1844, da war bestimmt irgendwas. Zumindest am 6.12. War Nikolaus, 1844. Ich weiß nicht, könnt ihr mal googeln und in die Kommentare schreiben, was da war. Ich verpenne das sowieso, dass ich dann nochmal zu googeln. Bitte macht das mal. Für mich. So, es wird wieder keine bessere Runde. Wieso wieder? Ich habe jetzt immer eine bessere Runde gefahren. Mist. Nein! Mensch, jetzt aber. Mal gut hier, also wie gesagt, schaut mal auf den Server, den habe ich ja schon in den letzten Runden immer verwendet. Und jetzt kann es halt bedeutend mich jetzt gegen hier irgendwo dagegen fahren. Und 17,56. Das ist auch gut. Ja, ich weiß, es heißt eigentlich 17,56, aber es ist mir gerade egal. Ich bin Erster. Wahrscheinlich auch, weil diese anderen Kunden da geleftet sind, die hier sonst abgeräumt haben. Würde ich einfach mal vermuten. Ich muss da doch Vollspeed durchkommen können. Das muss doch drin sein. Nein! Oh, das war so perfekt. Ah! Nein! Ah, das ist auch gut. Aber ich bin jetzt entspannt. Schon noch von der letzten Runde her, weil ich diese verkackte Strecke geschafft habe. Ihr müsst es nochmal gucken, was ihr noch nicht getan habt. Ich bin so zufrieden, ja. Innerer Frieden ist erreicht bei mir. Oh, oh. Hier perfekt durchkommen wäre das nächste. Erreichen des inneren Friedens. Und das können wir jetzt sogar relativ gut schaffen.
Ja, 17:20. Sehr gut. Da habe ich auch eigentlich schon mein Ziel hier erreicht. Würde ich mal eiskalt behaupten. Nein! Behaupten, nein. Behaupten. Ach ja, ich bin zufrieden wieder mal. Ich bin wieder mal zufrieden. So, hier wieder. Sehr schön durchgekommen. Nicht an die Bande gefahren, also nicht. Ist noch mal besser, 17:7. Unter 17 wäre natürlich geil, wenn wir da drunter kommen, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir vermutlich nicht, unter 17 zu kommen. Also ich denke, wir müssen uns mit der 17:7 begnügen. Aber das ist jetzt keine schlechte Zeit. Ah, Mann. Einmal will ich aber noch durchkommen. Ja. Nein. Mist. JB, Alter, was geht? Hey Leute, was geht? Erstes sind so, nissen was mal und Pizza sein. Und dann ist alles in Ordnung. Oh, nochmal durchgekommen, aber keine bessere Zeit. JB, Alter. Hi. Okay. So, damit war's erstmal wieder mit dieser Folge. Wir sehen uns morgen um 16:30 Uhr wieder zu Trackmania Nations. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das, damit ihr das nicht verpasst, falls ihr da Bock drauf habt. Also bis morgen. Tschüss.